Heute spielen wir das Achtelfinale zwischen den Niederlanden und Tschechien aus. Hierzu einmal kurz zu den Spielregeln. Wir spielen auf diesem Feld hier und zwar mit einem Spieler im Angriff und einem Spieler in der Verteidigung auf dem Elfmeterpunkt, sodass jede Mannschaft 5 Schuss aufs Tor bekommt. Sollte eine Mannschaft nach 5 Schuss aufs Tor geschossen wird von hier von der Mittellinie, vorne liegen, hat sie gewonnen. Sollte das nicht so sein, gibt es einen Seitenwechsel und wir schießen noch jeweils 2 Mal pro Mannschaft und wenn dann jemand gewonnen hat, dann haben wir einen Sieger. Wenn das Ganze immer noch nicht durch ist, dann schießen wir auf diesem Aldi-Emoji-Feld und zwar von dem gelben Punkt hier auf das Tor hier und der Torwart steht dann hier auf dem roten Feld. Als Tor nehmen wir dann hier dieses Feld bzw. dieses Tor von den ID-Emojis. So, nun genug zu den Spielregeln und wir wollen uns einmal das Spiel anschauen. Entschieden wurde, dass Tschechien Anstoß hat und so schreitet Tschechien zum Ball und schießt den ersten Ball aufs Tor. Gehalten durch die Niederländer. Nun die Niederländer an ihrem ersten Schuss. Schießen und... abgewehrt vom Torwart, 0:0 nach 2 Schüssen. Nun die Tschechien wieder am Ball, schießen, auch abgewehrt vom niederländischen Torhüter. Die Niederländer wieder am Ball. Schießen und Tor, 1:0 für die Niederlande. Nach 2 Schuss. Nun die Tschechien wieder am Ball, schießen und gehalten durch die Niederländer. Die Niederlande nun mit dem 3. Schuss vor den Torwart. Tschechien schreitet zum 4. Schuss, schießt und Pfosten. Abgewehrt. Nun der 4. Schuss für die Niederlande und vor den Torwart der Tschechen. Das war zu schwach. Nun Tschechien am Ball, schießt und Tor. 1:1 Ausgleich. Die Niederlande haben nun die Möglichkeit, mit dem letzten Schuss alles klar zu machen und das Ticket ins Viertelfinale zu buchen. Das war aber zu schwach. Ich glaube, für die Verlängerung werden wir diesen Spieler austauschen. Die Verlängerung findet nun statt. So, dann. So. Die Niederlande also nun am Ball. Schießen den ersten Moment. Schießen den ersten Ball und vor den Torwart der Tschechen. Nun Tschechien am Ball. Ebenfalls mit dem ersten Ball der Verlängerung. Tor. Damit 2:1 für Tschechien. Die Niederlande wären jetzt raus. Sie können jetzt aufschließen. Und Treffer. 2:2. Nun Tschechien. Schuss und abgewehrt. Das bedeutet, wir gehen in die, beziehungsweise wir waren in der Verlängerung und wir gehen ins Elfmeterschießen. So, fürs Elfmeterschießen mussten wir ein wenig umbauen und wir schießen nun auf das Tor der Aldi Emojis. Diese sind auch auf der Tribüne und schauen sich das Spektakel an. Nach Verlängerung steht es 2:2 zwischen den Niederlanden und Tschechien. Tschechien ist zuerst dran und schießt den ersten von 5 Elfmetern. Das war nichts. Somit ist nun die Niederlande dran. Die Niederlande schießt den ersten Elfmeter. Auch wieder gehalten durch Tschechien. So, der zweite Elfmeter. Für Tschechien. Gehalten durch die Niederländer. Die Niederlande nun zum zweiten Elfmeter. Schießen und auch gehalten durch den tschechischen Torhüter. Nach wie vor steht es 2:2. Nun der 3. Schuss für Tschechien. Gehalten durch die Niederländer und die Niederländer gehen zu ihrem 3. Schuss.
Schießen und gehalten vom tschechischen Torhüter. Tschechien nun zum vierten Schuss. Schießen und, das müssen wir uns genau anschauen, das war ein Pfosten. Nun die Niederlande mit ihrem vierten Schuss. Schießen und kippen um. Schießen und gehalten. Tschechien im fünften Schuss beim Elfmeterschießen. Es steht nach wie vor 2:2. Tschechien schießt, gehalten. Nun die Niederlande. Schießen und ebenfalls gehalten. Nun hat jede Mannschaft 5-mal geschossen. Wer jetzt mit einem Tor Vorsprung gewinnt, sprich es muss jeder immer einmal schießen, hat auch dieses Achtelfinale gewonnen. Das war viel zu schwach, da sind wir auch ausgerutscht. Also nochmal Tschechien, gehalten vom niederländischen Torhüter. Nun die Niederlande, wir nehmen ein bisschen mehr Anlauf. Tschechien steht im Tor, Schuss und gehalten. Wieder die Tschechen am Ball. Die Niederlande begibt sich langsam ins Tor. Tschechien schießt und gehalten. Die Niederlande, wenn sie jetzt treffen, sind sie im Viertelfinale. Aber das war nichts. Wieder von vorne, Tschechien ist dran. Na, die Niederlande ins Tor. Tschechien schießt, gehalten. Vom niederländischen Torhüter. Die Tschechen wieder im Tor. Die Niederlande schießen. Pfosten. Nun wieder von vorne. Tschechien am Ball. Dann die Niederlande im Tor. Schuss gehalten, obwohl er noch nicht mal hingeguckt hat. Die Niederlande können jetzt mit einem gezielten Schuss alles klar machen. Aber das geht am Tor vorbei. Nun also wieder von vorne Tschechien am Ball. Die beiden können es noch ewig machen. Tschechien schießt. Gehalten vom niederländischen Torhüter. Nun die Niederlande. Sie können alles wieder klar machen mit diesem Schuss. Schießen. Auch das war nichts. Tschechien wieder dran. Schießen und gehalten vom niederländischen Torhüter. Auch jetzt können die Niederlande wieder alles klar machen. Schießen und auch hier gehalten. So, wir werden jetzt eine Schwierigkeitsstufe weitergehen. Und zwar, wenn wir jetzt den Torhüter ins Tor stellen und weiterhin von hier schießen. Aber natürlich fängt Tschechien wieder an. Die Niederlande im Tor. Schuss für Tschechien auf den niederländischen Torhüter. Das Ganze wieder umgekehrt. Die Niederlande nun die Möglichkeit, alles klar zu machen. Na. Auch hier leider wieder kein Treffer. Die Tschechen wieder am Ball. Die machen einen kleinen Betriebsausflug. So. Tschechien am Ball. Die Niederlande im Tor. Tschechien schießt aufs Tor. Gehalten vom niederländischen Torhüter. Die Niederlande können nun alles klar machen gegen Tschechien. Schreiten zum Ball, schießen aufs Tor, Pfosten. Das hätte es sein können. Nun Tschechien wieder am Schuss. Die Niederlande im Tor. Ich glaube, wir hatten gesagt, wir stehen hier hinten. Und gehalten mit einer Glanzparade.
Tschechien im Tor, die Niederlande am Schuss. Sie können alles klar machen. Schießen und gehalten. Nun Tschechien wieder am Ball. Die Niederlande im Tor. Tschechien schießt, gibt um. Tschechien schießt und eine Glanzparade des niederländischen Torhüters. Nun die Niederlande wieder am Ball. Schießen und gehalten vom tschechischen Torhüter. Ein Elfmeter-Krimi. Die Niederlande wieder im Tor. Tschechien schießt. Nimmt Anlauf vom Elfmeterpunkt. Und Schuss gehalten. Nun die Niederlande am Schuss. Mit einem Treffer kann hier alles klar gemacht werden fürs Viertelfinale. Gehalten. Tschechien wieder am Ball. Die Niederlande im Tor. Und gehalten. Die Niederlande am Ball. Tschechien im Tor. Schuss und gehalten. Ein wahrer Elfmeter-Krimi, der sich hier abzeichnet. Beide Mannschaften wollen ins Viertelfinale. Tschechien schießt. Abgewehrt vom niederländischen Torhüter. Ein österreichischer Zuschauer ist gerade umgefallen. Das ist ein wahrer Krimi. Nun aber die Niederländer wieder am Schuss. Schießen und Tor! Die Niederlande haben alles klar gemacht. Damit sind die Niederlande weiter im Viertelfinale und freuen sich über diese wunderbare, spannende Elfmeter-Session und das war ein wahrer Krimi. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke.